Der Anführer des berüchtigten Drogenkartells Clan del Golfo, Dario David, wurde am Samstag in Kolumbien bei einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und Armee festgenommen und in die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Der kolumbianische Präsident verglich seine Festnahme mit dem Sturz des Drogenbosses Pablo Escobar, der 1993 in Medellin von der Polizei erschossen wurde. An der Aktion waren über 500 schwer bewaffnete Elitesoldaten beteiligt, die von 22 Helikoptern unterstützt wurden und alle Zu- und Fluchtwege in die Region blockierten. Der Drogenboss war seit 7 Jahren auf der Flucht und galt als schwer fassbar, schon 3-mal konnte er sich dem Versuch der Verhaftung entziehen und untertauchen. So hatte ihn auch die USA auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher und für Hinweise ein Kopfgeld von 5 Millionen Dollar ausgesetzt. Vor über 30 Jahren begann Dario David alias Otoniel seine Karriere in der Unterwelt als Mitglied der Terrorgruppe EPL in Kolumbien. Im Alter von 19 Jahren entschied er sich mit seinem Bruder für eine paramilitärische Organisation, die in den Drogenhandel verwickelt war, und so begann eine steile Karriere. Nach der Verhaftung des Drogenbosses Daniel Herrera sahen die Brüder ihre Chance gekommen und übernahmen im Jahr 2009 die Macht in dessen Kartell, das heute weltweit als Clan del Golfo bekannt ist. Durch seine paramilitärische Vergangenheit war er maßgeblich daran beteiligt, dass das Kartell heute aus ehemaligen Söldnern und Kämpfern besteht. Unter der Führung der Brüder expandierte das Kartell mit einer Mischung aus Gewalt und Verhandlungen im ganzen Land und machte sie schließlich zur mächtigsten Verbrechergruppe in Kolumbien. Im Januar 2012 töteten Sicherheitskräfte seinen Bruder und machten ihn zum obersten Anführer des Kartells. Seitdem baute Otoniel eine mächtige Kommandogruppe von rund 3000 soldatenähnlichen Kartellmitgliedern auf, die ihren Expansionskurs fortsetzten und Rivalen auslöschten. So wurde sein Clan del Golfo zur einzigen kriminellen Organisation in Kolumbien mit wirklichem Einfluss und nationaler Reichweite. Doch im Jahr 2015 begannen kolumbianische Sicherheitskräfte und das Militär eine Offensive mit mehreren tausend Soldaten, um endgültig gegen das Drogenkartell vorzugehen und Otoniel aufzuspüren. Nach der Gefangennahme seines anderen Bruders und Stellvertreters im Jahr 2019 und seiner Schwester im Jahr 2021, schwächte sich die Position des Kartells jedoch weiter ab und Otoniel blieb auf der Flucht. Obwohl der Präsident des Landes seine Verhaftung am Samstag als den größten Schlag für den kolumbianischen Drogenhandel seit der Verhaftung von Pablo Escobar nannte, sind die direkten Auswirkungen dieser Verhaftung eher zweifelhaft. Denn Otoniel war jahrelang auf der Flucht und wurde zunehmend isoliert, was seinen Einfluss auf die verschiedenen Abteilungen innerhalb des Kartells schwächte. Außerdem hatte er jahrelang nicht die volle Loyalität der Kommandeure innerhalb seiner Organisation, die seine Befehle nur befolgten, wenn es auch in ihrem eigenen Interesse war. Doch trotz seiner geschwächten Position galt er immer noch als einer der größten Drogenhändler und war massiv in den Menschenhandel verwickelt. So werden ihm und seinem Kartell neben dem groß angelegten Kokainhandel unter anderem Auftragsmorde, Verschleppung von Unschuldigen, Erpressungen, Entführungen, Terrorismus und illegaler Bergbau vorgeworfen. Kurz nach seiner Auslieferung an die Vereinigten Staaten befahl das Kartell auch direkt eine Machtdemonstration in ganz Kolumbien in seinem Auftrag. So verhängten sie strenge Ausgangssperren über Gemeinden, beschossen sich mit Sicherheitskräften, brannten Fahrzeuge nieder und blockierten Autobahnen für die Bevölkerung. So kam es bis jetzt zu über 100 Gewalttaten in Kolumbien und zu Dutzenden Toten im Land. In mehreren Hotspots des Drogenhandels erhielten Geschäftsinhaber Nachrichten von dem Kartell, in denen ihnen nahegelegt wurde, die Läden zu schließen oder sie und ihre Familien würden sterben. Dies alles sind gängige Methoden für die Kartelle, um ihre Macht zu demonstrieren, wenn einer ihrer Anführer getötet oder verhaftet wird.